Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Ich wollte jetzt echt Dark Souls sagen. Zu Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ja, in der letzten Folge haben wir uns einen ewig langen Kampf gegen den Durambos geliefert und wir machen uns jetzt auf zu einigen neuen Quests. Wir haben einige neue Quests zur Verfügung, das finde ich sehr gut. Und ja, er hier will mit uns reden. Der Kerl, es ist. Der vermasselte Kayama-Plan, Riesenmonster zu jagen. Du bist sofort tot gewesen. Hä? Du dachtest, Kayama wäre Chacha? Yamba, Kayama nimmt übel das. Kayama nicht mit Chacha in einen Topf werfen. Kayama Elitekrieger von Shakalaka. Kayama vernichtet Feinde mit bloßem Blick. Du bist mit ein, zwei Schlägen drauf. Er steckt wie 10 Bullfango. Kayama nicht verirrt. Kayama nimmt teil an wichtiger heiliger Ritualreise. Zum Bestehen von Erwachsenenrite Shakalaka muss Reise nach eigener Maske finden. Jeder weiß das. Hä? Wenn Kayama auf heiliger Ritualreise, warum Kayama dann an so gefährlichen Ort sein? Wenn Kayama verlässt Shakalaka Dorf, Kayama macht zick, wenn sollte machen zack und dann abgelenkt von großen. Weißt du was? Ist egal. Vergiss, was Kayama gesagt hat. Was hier ist, das mächtige Kayama war auf Reise, um zu finden goldene ultimative Maske. Aber dann dummer Chacha mischt sich in Kayamas Angelegenheit und Feuerspeiner Vivan stiehlt Maske. Aber Kayama schlau, Kayama weiß, Vivan und Maske sind irgendwo in Nähe von diesem Dorf. Ist also Kayama findet Weg, findet Maske, Kayama bleibt hier. Da du stets Kayamas Beute, du nun schuldest Kayama gefallen. Du bist Lakai, während Kayama Maske lagt. Kayama gibt Unterstützung mit Tanz, du sorgst für Unterhaltung und Jagdwissen. Gib gut ein, zwei Kombi. Sag Kayama, wenn du Fragen hast. Kayama macht Politik der offenen Tür. Nimmt sich immer Zeit für Lakai. Drachenangriff, okay. Lebensangriff, ja, okay. Scherenmaske, das ist die er jetzt hat, ne? Okay, ist gut. Okay. Angriffsstärke gemacht hat. Dann nehmen wir den mal mit. Ich will nicht, dass der Kampf noch mal so ewig lange dauert. Ah ja, ich sollte mal gucken, ob ich irgendwie neue Schwerter herstellen kann. Verbessern. Klinge von Talos. Verdammt. Donnerschlag. Boah, die sieht cool aus. Ja, gute Werte. Panzerschocker, ja. Guck mal, diesmal. Ich habe übrigens jetzt hier eine Gussrüstung an, die ich irgendwie von Materialien vom Vulkan hier herstellen konnte. Was hat die? Ein Autoblock, Blockstecken, schnelles Wegstecken, Gespensterlaune. Was bedeutet das? Gespensterfähigkeiten, die beeinflussen, wie leicht Spitzhacken, Käferletzen, Boomerang und Hörner brechen. Uah. Geschwindigkeit vom Wegstecken, oh cool. Blocken hoch, Blockstärkung, gut. Donnerangriff, hab ich nicht. Verdammt! Ja, gehen wir mal auf eine Mission. Nehmen sie was anderes aus? Okay. Kann man ja lesen, wer will. Die Geschichte von diesen beiden Viechern interessiert mich ehrlich gesagt nicht sehr. Okay, wir haben... Jage einen Durambo... Hab ich doch! Fange einen Lakiakos. Ja, das wird ein Spaß. Jage einen Volvidon. Der sieht... Wie viel kriege ich? 2400... 400, nehmen wir den hier. Das ist ein Vulkan, der sieht so rot aus, also Feuer. Mahlzeit bezahlen. Dann, ich nehme jetzt mal die Kombi, weil da kriege ich die meiste Gesundheit. Und Feuerwehr nehme ich mal. Ja, komm. Die Klamotten sehen so aus wie von Dark Souls, deswegen wollte ich erst Dark Souls sagen. Ich meine, guckt euch die an, das sieht aus... Weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie DLC-Patch gewesen, der ja von Dark Souls direkt über einen Monsteranteil gekommen ist. Okay. Normalerweise würde ich am Vulkan vom Dingens hier, vom Königsdudorf die Klamotten mitnehmen, weil die sind feuerdicht. Das bedeutet, ich kann in so Hitzegebieten wie die Wüste oder hier rumlaufen, ohne Schaden zu bekommen. Das war gut während der Dingens-Mission, wegen der Stein-Mission.
Anscheinend habe ich auch nicht die Spitzhacke verloren, die ich im letzten Kampf, wo ich mich so geärgert habe, von diesen schwarzen Katzenviechern. Also die haben die anscheinend doch nicht geklaut. Oder eine nur, weiß ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall noch welche. Ja, was hat jetzt das Viech gegen das wir schon begegnet sind? So, hier sollte ich mal einen Kältetrank einsetzen. Ah, ich hoffe, der Kampf dauert jetzt auch nicht 50 Minuten. Ich habe mir gleich schön einen 50-Minuten-Part dran setzen und da ein bisschen schneiden. So geil. Da habe ich noch voll viele Videos hier gerade auf Reserve für meine neuen Projekte und die dauern echt lange zu rendern, weil ich die jetzt ein bisschen in HD render. Und okay, was sind diese Dinger hier? Aber egal, da muss ich halt ein bisschen im Voraus aufnehmen anscheinend. Okay, hier. Oh. Bist du ein Viech? Naja, ist doch nicht gerollt. Nicht so jedenfalls. Aber du bist so ein Dingensviech hier. So wie der Azuros. Mit einer Zunge. Super. Aber der wird ja wohl nicht so viel aushalten wie der Duramboros. Der war ja wieder eine Klasse für sich, habe ich so das Gefühl. Aber das Viech sieht schnell aus. Oder ein Maul, da kann ich doch bestimmt hier bearbeiten, ne? Hat der denn da für eine Rolle gemacht? Oh, Elektro, geil. Da habe ich meine bessere Waffe, aber. Oh, was zum Teufel. Ich wollte schon sagen, wenn das Gift ist, ne? Ich habe jetzt keine Giftklamotten. Ist gerade in die Lava da rein? Komm da raus. Ja, jetzt warte mal, bis hier die Waffe ihre Schärfe verliert. Das wird nicht so schnell passieren. Ach man. Ach, heiß. So, den kann ich mir nicht vorstellen, dass er so stark ist. Vor allem voll mit einer Metallrüstung im Vulkan. Ja, das tut bestimmt sehr gut. Gott, Hilfe. Ach Mann. Oh nein, nicht auf mich mit dem Elektrozeug. Oh nein. Ah, heiß, 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 heiß. Da schmelzt meine Stiefel wahrscheinlich voll weg, wenn ich so mitten in die Lava reingehe. Oh, du bist jetzt schon. Okay. Sehr gut. Au. Ja, der Kampf wird leichter auf jeden Fall. Vor allem, den kann ich auch Schaden machen, wenn meine Waffe ein bisschen schwächer ist. Ja, vielleicht liegt er am Schwert, kann auch sein. Manchmal mit so einem fetten Schwert rumlaufe, ist wieder alles in Lot. Au! Nein! Au! Pisser! Meine. Was? Ich bin auf Dings gegangen. Warum kann ich meine Dings nicht einsetzen? Wegen diesem Deodorant-Zeug oder was? Super. Da jetzt. Weil ich hier so eine Stinke-Dingens hatte. Effekt. Okay, das macht das. Dieser Stoff. Ach Mann. Danke. Okay, dann soll ich mich von diesem stinkenden Zeug mal weg.
halten. Also wenn er jetzt einen komischen Dunst einsetzt. Geh weg von meinem neuen Bro. Trifft sich gut gegen Lagiakos und so, soll ich vielleicht mal wieder Verbündeten haben, damit der Kampf ein bisschen schneller geht. Oder gegen den Duramboros. Hoffentlich hältst du ein bisschen mehr aus. Keine Ahnung. Nintendo-Charaktere irgendwie haben immer irgendwie was sehr Nerviges. Ich verstehe das nicht. Tun zwar interessant Charaktere immer so als Hilfscharakter herstellen, aber die sind manchmal echt nervig und ich mag so nervige Charaktere nicht. Weil sie eher so, ja, ich bin voller Krieger, ne? Ich war mit zwei Schlägen weg. Also genau so eine Sonomorph finde ich nicht so lustig. Oh, Gesundheitserholung, danke. Ich habe vergessen, dass ihr auch halten könnt. Wo hätte sein können, dass du irgendwas anderes kannst, aber du scheinst, glaube ich, die gleichen Sachen wie Chacha einsetzen zu können. Also fähigkeitenmäßig. Ich kann ja noch die gleichen Masken hier ausrüsten. Oh nein, 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 nein. Oh. Zum Glück habe ich noch ganz viele AP. Oh. Oh, bevor ihr mir hier auf den Nerven geht, ne? Okay, geht auf ihn los. Mega. Alter, haben wir es jetzt bald. Danke. Pff, der hat die alle drei auf einmal fertig gemacht. Ich bin schon voll auf den Ginox irgendwie eingeplant. Wo ich viel Opfer geblockt habe und so. Und zack. So, wäre schön, wenn ihr ein paar Erste-Hilfe-Sachen hinterlässt. Aktion, verdammt. Ah. Mann, der rollt einfach durch die Insektenviecher durch. Nein, ist gut, nicht weg von mir. Ah. Jetzt roll nicht die ganze Zeit hin und her. Au. Wie lange hält denn das Kackteil? Dann muss ich gleich. Der jetzt wieder so ein Zeug auf mich. So, schnell heilen. Weil ich wieder diesen Deodorant-Effekt habe. Ich nenne einfach Deodorant-Effekt. Nein, kann ja mal, bleib hier. What? Okay. Soll mich. Wenn ich voll AP habe, ist das nicht so schlimm. Oder fast volle. Ich weiß übrigens nicht, was ich hier angreifen soll, um was ich kaputt mache. Oh nein. Oh gut, ich habe den Angriff abgebrochen, geil. Oh, weg von diesen Viechern. Ah. Hey. Ob ich mein Angriff hier immer so auflade, ne? Und das nichts bringt. Warte. Okay. Dann wetze ich eben. Wupp. Xa. Ist mir doch ein bisschen zu nervig, der Angriff. Oh, der ist schon am Humpeln. Geil. Doch der fährt hier wenigstens nicht so lange. Da kam ruhig mein dickes Schwert raus, ne? Ist vorbei. Schön. Oh, warte, warte. Ist das schon wieder hier, ey? Du Pisser. Du hast schon wieder hingelockt, Mann. Bei den Katzen. Ich hab so das Gefühl, Maul kann ich von denen kaputt machen. Ach, Mann. Stoppst du hier meinen Trank so durch meinen Helm einfach?
wieder läuft. Ernsthaft, auch schon wieder ab. Wohin? So 5, okay. Eieiei. Dann. Warum kann ich hier manchmal hoch und manchmal nicht? Aha. Bitte, jetzt muss ich hier vorhin einen Umweg nehmen wegen dir. Nun muss ich da auch nicht. Ich bin doch immer da auch geklettert, Mann. Boah, jetzt muss ich vorhin einen Umweg nehmen wegen denen. Das ist unfair. Na egal. Ja, schon gleich erledigt. Obwohl, der Dorambos hat auch vor lange gehumpelt. Der war auch weit weg von erledigt. Ah. So, aber jetzt habe ich dich gleich. Ach schade, ich dachte, wir würden hier kämpfen. Hätte ich herausgefunden, was die machen. Ich nehme an, die explodieren irgendwie so bei Kontakt. Deswegen wollte ich den irgendwie da reinlocken. Aber naja. Ah! Verdammt. Oh, der pinnt da hinten. Na, warte. Das ist der größte Fehler, den er heute gemacht hat. Von diesen kleineren Viechern kannst du sowieso nichts abtrennen, oder? Nehme ich an. Das ist einfach ein Großjagi. Von denen kannst du immer die Kopfschmuck kaputt machen, von diesen ganzen Rassenviechern. Ach man. No. Uah, geh weg mit deiner Zunge. Ah, Lava, heiß. Meine Stiefel verschmelzen mit dem Boden. Valios, geh doch nicht da rein, Mann. Nicht in die Lava baden. Ich frage mich, wie der Kampf ausgegangen wäre gegen den Dorambos, wenn ich mit dem Schwert da eingegangen wäre. Boah, ich habe den, bevor der hier gepupst hat. Jawohl. Noch bevor er erledigt wurde, habe ich noch irgendwas abgetrennt. Gut. Wo ist er da? Nein. Lehmbeutel, gut. Vielleicht hätte ich gesagt, das Glitzer-Ding da abnehmen. Aber okay. Wolvidon-Klaue. Was denn das? Bestientränen. Ah, schön. So, haben wir noch was zum Looten. Als ob voll die Rüstung irgendwie dagegen spricht, was zu looten. Aber lassen wir das. Ich kann mir ja schön mega Spitzhacken und so holen. Drachenid-Erz. Erdkristall, ja. Drachenid-Erz, gut. Riesenerz, davon habe ich genug. Das ist cool, die kann man immer gebrauchen. Erdkristall, Bams. Quest erfüllt, ich wollte nur mal in die Lava gucken. Ob ich da rein kann. Boah, der Kampf war überraschend schnell vorbei. Gut so. So, wollen wir noch ein Panzer erleben? Wollen wir noch Klaue, Zacken, Klaue, Brustkugel, Knochen M, Zacken. Roter Roller. Okay. Schön. Und schon wieder Quests ohne Ende. Also nicht Quests, aber Gespräche. Yama, warum Chacha hier? Chacha und Kayama wachsen auf im selben Chakalaka-Dorf, teilen selben Erwachsenen-Ritus. In Chakalaka wollen Erwachsene sein, machen Reise, um eigene Maske zu finden. Kayama war sehr aufgeregt. Aber da Chacha und Kayama im seinen Alter, Dorf spart Geld und schickt uns zusammen auf heilige Reise. Schlechte Idee, besonders weil Chacha nutzlos, dummer Eichelkopf, kommt in Quere und bringt alles durcheinander. Kayama nie vergessen den schicksalhaften Tag. Nach vielen Tagen und Nächten mächtige Kayama schließlich entdeckt ultimative Maske. Aber dann, Chacha ist wie immer vermasselt und Kayama ultimative Maske schon von Monster. Deshalb Kayama beschließen, ultimative Maske ganz alleine suchen. Kayama nicht wieder reisen mit Chacha, Kayama nicht macht selben Fehler zweimal.
Wenn Lakai Chacha will mitnehmen, ist selber dafür verantwortlich. Kayama will nichts damit zu tun haben. Oh, hi, danke. Kayamas Mut ist gestiegen. Wie sind denn seine Werte? Er ist Level, weiß ich nicht. Guck mal, Level mal. Stufe 20. Oh, der levelt mit. Okay. Ich glaube, Chacha war auch Stufe 20. Ja, und der hat die normale Maske wieder. Tja! Chacha war schon sicher Chakalaka tot. Chacha geht schwimmi und sucht Grund für Erdbeben tief, tief unter dem Meer. Lass das mal mich machen. Laka lausche, lüge, lüge, dass Chacha vom Stehfeld und nicht wieder hochkommt. Das Chacha Verleugnung. Aber unter Wasser Chacha riesige, riesige Monster gesehen. Ganz unbekannt. Wie groß du fragst, Chacha? Hm, vielleicht 100-mal größer als Lagiakus. 3-mal größer als Chacha. Groß genug, um Dorf zu schlucken. Du sagst, Chacha lügt. Chacha war in Panik. Weiß nicht jedes Detail. Aber Laka lausche, Chacha ist sicher, dass das Erdbeben, die das Dorf schütteln, vom riesigen Monster kommen. Großes, großes Monster. Glaube, Chacha, großen Meerdrachen, schwimme, schwimme, dunkle Höhle, in tiefem, dunklem Meer. Chacha folgt bis Luft alle. Dann zieht Chacha Leben von Augen vorbei. Chacha wache auf in Moggawald. Ein Wendepunkt in Chachas Laka Leben. Chacha hat viel neu gedacht. Huch, Chacha hat Pups gemacht. Chavas, Oga, aber Kayama wacht hier. Was? Boah. Chacha kennt Kayama seit Chacha Kindheit, wachsen zusammen in Chakalaka-Dorf auf, teilten Laka-heiligen Erwachsenritus. Chakalaka nicht Laka erwachsen, bis finden eigene Maske auf Quest. Das Chakalaka-Sache, Jäger nicht verstehen. Weil Chacha und Kayama gleich alt sind, wir machen Quest zusammen. Aber Kayama großer Chaka-Stümper, immer im Weg von Chacha bei jedem Schritt, Alompa vom Laka-Reise. Chacha niemals vergisst schrecklichen Tag. Hellenhafter Chacha nutzt letzten Lackerlist, um beste Maske der weiten, weiten Welten zu finden. Die ultimative Maske. Aber dann, im letzten Moment, Monster Cha klaut Super Maske von Chacha, nur wegen klobigen Kayama macht Rumpel. Chacha Bräutag macht neuen Lacker-Quest nach Super Duper ultimative Maske. Doch diesmal geht allein Alompa. Wenn Jäger wählt, dass Kayama kommt, dann Kayama ist Jägers Verantwortung. Chacha nichts zu tun will mit Chadep. Blutsbrüder lernen, okay. Okay, das ist auch 20. Ja, behaltet mal eure eigenen Masken. Wer war das zu sagen? Was? Das waren zwei kleine Kerlchen? Ich fühle mich so hintergangen. Oder zumindest leicht verärgert. Egal, ich bin froh, dass unser kleiner Freund Heil zurückgekehrt ist. Man würde ja gar nicht meinen, dass er von ein paar Minuten noch ein am Ertrinken war. Sehr kleiner Bursche. Ansonsten habe ich die Gilde nach den großen Schatten gefragt, den er unter dem Wasser gesehen hat. Oh, apropos. Ich wette mein Hintern, die verschieben die Evakuierung jetzt, wo wir ahnen, was die Bergbeben verursachen. Puh, boah. Wie könnten sie dich bei deiner Statistik nicht bitten, herauszufinden, was das für ein Drachendings ist? Also dann Quest folgendes haben wir im Angebot. Ja. Jage einen Duramos schon wieder und fange einen Lagiakus. Jage einen Nibelsnarf, den machen wir dann in der nächsten Folge, nehme ich an. Haben wir ja noch, wir haben noch irgendwas. Wenn du mir jetzt sagst, sind auch zwei. Warte, es gibt zwei von diesen dämlichen kleinen, liebenswürdigen kleinen Kerlchen. Ich bin mir absolut sicher, dass du und diese Plagegeister ein perfektes Team abgeben. Dann viel Spaß beim Spielen. Es ist aber wohl nicht der richtige Zeitpunkt zum Spielen, oder? Wenn dieser Drache so tief unten lebt, wie sollen wir an ihn herankommen? Der Wasserdruck auf den Meeresgrund ist sehr stark, egal wie viel Sauerstoff du dabei hast. Er nützt dir dort nichts. Oh, mein Dings ist gerade ausgegangen. Ich gemerkt habe, geblinkt hat. Okay. Entschuldigung für die kleine Störung. So, wie mache ich jetzt das an, ohne ins Wii U-Menü und also zu kommen? Unvermeidlich. Es nützt dir dort nichts. Okay, weiter geht's. Unsere einzige Chance könnte die Statue sein. Hm, welche Statue, fragst du? Tja, der Alte im Handwerksladen hat mir neulich etwas Faszinierendes erzählt. Kennst du die Höhle unter der Farm? Dort steht die Statue von Moggas Wächter. Sie trägt eine antike Maske. Der Vivianer-Handwerker und der Chef-Farmer glauben, dass die Maske mehr als ein uraltes Schmuckstück ist. Es heißt, dass die Alten, die in den Ruinen unter dem Dorf leben, mit ihr unter Wasser atmen konnten. Wenn du diese Maske reparieren könntest, erreichst du damit vielleicht die Höhle, die unter den kleinen, die unser kleiner Freund erwähnt hat. Der Vivianer-Handwerker vermutet wohl dasselbe. Er sagt etwas von Lagiakus-Teilen, die er für die Maske bräuchte.
Und wir gerade davon reden, neulich wurde ein Lagiarkus im Wald gesichtet und das war nicht der, den du bezwungen hast. Bring mir alles, was du von der Bestie entfernen kannst. Ich habe dir eine Liste geschrieben, was wir brauchen. Mein Vater könnte die Idee vielleicht ablehnen. Er sollte unter uns und den Vivianern Handwerker bleiben. Okay. Dann zeig mal. Antike Maske. Haihaut brauche ich nur noch. Okay. So, ist halt schon beinahe alles erledigt. Gut. Dann würde ich sagen, dann beende ich den Part hier. Und wir kümmern uns dann aber als erstes in der nächsten Folge um den Nibelsnarf. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen.